dann ist, das erzählen wir euch jetzt. Ganz früher haben die Leute pures Wasser getrunken. Selbemol, Selbemol, Selbemol. Da waren die mit zufrieden, das war für die genug. Aller gut, aller gut, aller gut. Aber dann irgendwann hat irgendein gescheiter Mann das Wasser mal gemischt mit Pelzer, Riesling und du dabei hat er entdeckt, dass das doch viel besser schmeckt. Und dann hat er der Annerlei folgendes gerot. Mach Riesling in dein Wasser, Riesling in dein Wasser. Mach Riesling in dein Wasser und dann schmeckt es noch wohl so gut. Die Leute waren all begeistert von dem Neigetränk. Ist jo klar, ist jo klar, ist jo klar. Seitdem wird in der Pfalz viel Schorle ausgeschenkt. Alle da, alle da, alle da. Doch dabei ist wesentlich, wie man so eine Schorle mischt, weil zu viel Wasser darf doch nicht neue Mischung. Etwa NCC ist für eine Schorle ganz okay. Die NC steht für Wasser, die C steht für Devoy. Riesling in dein Wasser, Riesling in dein Wasser. Ah, 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 ah. Mach Riesling in dein Wasser und dann schmeckt es doch wohl so gut. Du, 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 du. Liebe Leid, das ist doch was, das ist wie ihr Hauptgewinn. Ah, 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 mach Riesling in dein Wasser, Riesling in dein Wasser. Schmeckt es doch wohl so gut. Ah, 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 ah. Mach Riesling in dein Wasser, Riesling in dein Wasser. Ah, 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 ah. Mach Riesling in dein Wasser, und dann schmeckt es doch wohl so gut. Dankeschön.